Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren! Einigkeit macht stark, und deshalb begrüßen die Koalitionsfraktionen ausdrücklich mit ihrem Entschließungsantrag das geschlossene Auftreten der Europäischen Union. Verhandlungen dürfen nur durch die vorgesehenen Verhandlungskanäle erfolgen. Separate Verhandlungen des Vereinigten Königreichs mit den einzelnen Mitgliedstaaten gab es nicht und wird es zum Brexit auch nicht geben. Die Verhandlungsleitlinien, die der Europäische Rat übermorgen beschließen wird, machen deutlich, dass die Europäische Union und die anderen Mitgliedstaaten an einer weiteren starken und konstruktiven Zusammenarbeit interessiert sind und auch ein faires Abkommen anstreben. So, und jetzt ist leider unsere Kollegin Wagenknecht nicht mehr im Saal, aber sie hat vorhin gesagt, es würde angestrebt, ein Abkommen, was negativ ist, ein Abkommen, was Großbritannien bestraft. Ich weiß nicht, ob sie die Leitlinien, den Leitlinienentwurf gelesen hat, denn dann hätte sie festgestellt, dass von Form und Inhalt genau das Gegenteil der Fall ist. Die Leitlinien lassen nämlich eine flexible Vorgehensweise zu, um Unsicherheiten und Verwerfungen, die das Brexit-Verfahren ganz klar mit sich bringt, weitestgehend auszuschließen. Das ist auch dringend erforderlich, denn in den 15 Monaten Nettozeit, die für die reinen Verhandlungen zur Verfügung stehen, wird man nicht im Ansatz die Vereinbarungen treffen können über die wichtigen Punkte, die erforderlich sind. Deshalb sehen die Leitlinien auch vor, neben Übergangsregelungen sogar die zeitlich begrenzte Verlängerung des EU-Besitzstandes für Großbritannien. Auch die Bereitschaft, mit Großbritannien und den Drittstaaten, mit denen die EU Handelsverträge geschlossen hat, hier tätig zu werden, indem man nämlich versucht, die Handelsverträge im Nachhinein nach dem Ausschluss Großbritanniens aus der EU auch weiterwirken zu lassen, ist sehr wichtig. Denn sonst würde Großbritannien hier in ein Loch fallen. Und das muss man anerkennen, eine grundsätzlich positive Grundhaltung. Aber bei aller positiver Grundhaltung der Europäischen Union und der anderen Mitgliedstaaten ist für den Deutschen Bundestag eines klar. Sowohl Übergangsregeln als auch ein Folgeabkommen müssen zwingend auf dem Grundsatz fairer Spielregeln, fairer Wettbewerbsbedingungen beruhen. Die Finanzmarktstabilität der Europäischen Union darf in keiner Phase des Verfahrens infrage gestellt werden. Es findet auch eine breite Zustimmung, dass die Verhandlungen zweistufig ablaufen. Als erstes sind Fragen des geordneten Austritts zu klären. Erst danach kann es um das künftige Verhältnis gehen. Das ist hier im Einzelnen auch schon dargelegt worden. Die Rechte der Bürger sind ganz wichtig. Die Rechtssicherheit für die Wirtschaft ist wichtig, um Verwerfungen auszuschließen. Aber auch die fragile Situation in Nordirland und Irland, Klärung der Grenzfrage, steht bei uns ganz oben auf der Agenda. Und Großbritannien darf sich auch keinen schlanken Fuß machen und davor drücken, Verpflichtungen, die es eingegangen ist, die eingehalten werden müssen, nicht zu erfüllen. Natürlich würde Theresa May direkt auf die Folgevereinbarung gerne eingehen, auf das, was die künftigen Beziehungen angeht. Aber das werden wir nicht durchgehen lassen, und deshalb ist es richtig, dass wir eine erste Phase vorschalten. Und wir erwarten von Großbritannien ein deutliches Signal der Vertrauensbildung in diesem Punkt. Und dann stellt sich die Frage, wie kann das zukünftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU denn überhaupt aussehen? Die Formulierung kennen wir, kein Europa à la carte, kein Rosinenpicken. Und wir wissen, Europa, die Mitgliedschaft in der Europäischen Union muss auch immer einen Mehrwert haben. Aber, meine Damen und Herren, der Teufel steckt im Detail. Das Brexit-Verfahren sollten wir als Chance begreifen, die Zusammenarbeit mit Drittstaaten grundsätzlich neu zu überdenken und gegebenenfalls neue Instrumente zu schaffen. Schweizer Modell, Norweger Modell oder übliche Handelsabkommen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Großbritannien strebt eine maßgeschneiderte Regelung an. Da spricht auch grundsätzlich nichts dagegen. Das setzt aber voraus, dass Rechte und Pflichten, dass Leistungen und Gegenleistungen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.
Vor allem darf aber der Zusammenhalt der Europäischen Union nicht gefährdet werden und auch die Autonomie der Europäischen Union, die Rechtsordnung einschließlich der Rolle des Europäischen Gerichtshofs sind zu gewährleisten. Das Assoziierungs- und Freihandelsabkommen mit der Ukraine, das zwar eine Marktöffnung auf der einen Seite vorsieht, aber keine Freizügigkeit, könnte hier als Blaupause für die Entwicklung maßgeschneiderter Vereinbarungen mit Drittstaaten dienen. Seien wir offen für flexible Lösungen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache.